Fester Job, geregeltes Einkommen, Sozialversicherung. Das war einmal. Heute sind kurzfristige Verträge angesagt. Viele Menschen hangeln sich von Job zu Job. Gig-Ökonomie wird das genannt, nach dem Begriff, der ja aus der Musik kommt. Gig steht für Auftritt. Da muss dann alles sitzen. Aber bis zum nächsten Auftrag gibt's erstmal kein Geld. Zwei Hamburger Filmemacher haben mit Unterstützung von NGOs und Gewerkschaften einen Dokumentarfilm gedreht, der zeigt, wie sich die Arbeitswelt verändert hat. Der marktgerechte Mensch. Demo vor H&M. Die Mitarbeiter sind wütend über ihre Arbeitsbedingungen. Unser tolles H&M-Logo, das haben wir ein bisschen umgewandelt. Wie man hier sieht, H&M, heute nützlich, morgen Müll. Sie fordern bessere Verträge mit mehr Sicherheit. Immer mehr Beschäftigte bekommen zwangsweise einen sogenannten Flexvertrag. Und das ist bitter. Je nach Bedarf darf man nur 10 Stunden pro Woche arbeiten. Und manchmal muss man selbst auf diese verzichten. Die Menschen können auch keine andere Arbeit annehmen, weil sie ja immer flexibel bereitstehen müssen, wenn der Arbeitgeber dich ruft. Und das ist natürlich völlig unwürdig, ja. Du kannst kein normales Familienleben gestalten, ja. Du kannst keine Freunde haben, weil es kann immer der Anruf kommen, ich muss jetzt arbeiten, ja. Es geht nichts, was sozial ist, ja. Man muss auch dazu sagen, das macht die Leute nicht nur einsam, es macht sie auch krank. Schöne neue Arbeitswelt. Statt fester Verträge und einem sicheren Einkommen herrschen Flexibilität und Unsicherheit. Mit einer Kunstaktion aus Hamburg illustrieren die Regisseure Leslie Franke und Herdolo Lorenz in ihrem neuen Film, wie sich die Arbeitswelt verändert und was das mit den Menschen macht. Im Kapitalismus sind einfach neue Arbeitsmodelle entstanden, die sozusagen hervorrufen, dass der Arbeitnehmer immer mehr für sich selbst verantwortlich ist, für sich selbst stehen muss. Und das sozusagen, um die Profitrate zu stärken, muss der Arbeitnehmer so flexibel sein, dass er so eingesetzt wird, dass er das unternehmerische Risiko letztendlich übernimmt. Beispiel: ein Essenslieferant. Alle Fahrer arbeiten als Freiberufler. Kommuniziert wird nur mit dem Handy. Ein Algorithmus bestimmt, wie viele Fahrten und zu welchen Uhrzeiten die Mitarbeiter bekommen und damit auch, wie viel sie verdienen. Wenn man krank ist und ausfällt, gibt es Punkteabzug und weniger lukrative Fahrten. Es ist schwer, diese Verbindung zu anderen Kollegen zu aufbauen. Wir sehen uns schon ziemlich oft auf die Straßen, aber und manchmal auch im Restaurant, aber wir kennen uns nicht so gut. Wir sind immer mit dem Algorithmus allein in dieser Job. Gig-Ökonomie nennt sich diese neue Form des Kapitalismus. Von Job zu Job, von Auftrag zu Auftrag. So ergeht es auch den sogenannten Crowdworkern, die ihre Arbeit auf Internetplattformen anbieten, zum Beispiel Texter, die zu Hause schreiben und dabei vom Computer überwacht werden. 34 Millionen potenzielle Mitbewerber auf dem Markt. Kann einen schon ein bisschen erschlagen. Die Plattformen haben dann zum Beispiel auch eingeführt, dass es regelmäßige Screenshots gibt, dass es Webcam-Überwachung gibt, dass es Keystroke, also Tastenanschlag-Überwachung gibt, wie viel man schreibt, wie schnell man schreibt. Die Beschäftigten, die sind einfach frei in dem Sinne, dass sie nur, wenn sie gebraucht werden dann und wenn sie gezeigt haben, dass sie die Besten und die Billigsten sind, dann dürfen sie arbeiten. All diese neuen Arbeitsformen, auch das zeigt der Film sehr deutlich, haben eines gemeinsam. Sie können krank machen. Immer nur für sich selbst kämpfen. Wenige soziale Kontakte, Stress. Die Filmemacher haben Mediziner und Hirnforscher getroffen und mit ihnen über die Auswirkungen gesprochen. Zack. Diese Unsicherheit, dieser Leistungsdruck, dieser Arbeitsdruck führen eben zu psychischen Krankheiten, aber eben auch sehr stark zu körperlichen Krankheiten. Ganz oben stehen die Rückenschmerzen, ja, und der Burnout. Aber dass die psychischen Krankheiten im Vergleich zu den letzten Jahren enorm zugenommen hätten.
Fast haben wir es schon vergessen. Wirtschaft sollte für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Als Einzelner kannst du nichts machen. Es geht nur, wenn du dich zusammentust und versuchst, also Strukturen zu schaffen oder die Strukturen zu nutzen, die es gibt, um deine Menschenwürde gerecht zu werden. Der marktgerechte Mensch. Ein Film, der aufrütteln will. Für bessere Arbeit und einen menschgerechten Markt. Der marktgerechte Mensch, jetzt im Kino.